So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben jeden Montag jetzt den großen Samyang-Nudeltest gemacht. Wir haben alle Sorten durchgetestet. Wir haben 10 verschiedene Buldak-Samyang-Nudeltests gehabt. Die Hot Chicken Flavor Ramen Korean Fire Noodles, ja? Wie man die auch kennt. Bei mir steht immer noch alles voll. Das sind einfach meine absoluten Lieblingsnudeln. Als allerletztes haben wir das hier getestet, ja. Letzten Montag, wer das nicht gesehen hat, gab es ja Samyang Buldak Topoki oder wie das auch immer heißt. Ich weiß jetzt hier nicht. Topoki, genau. Das sind diese Reisküchlein in scharfer Soße, wo ich noch sagen muss, als ich die ein bisschen habe stehen lassen und habe die dann später gegessen, war die Soße nicht mehr so flüssig, sondern war wie Gummi. Um die Gummipfropfen drumherum hat viel besser daran geklebt und du hattest wie Sirup von der scharfen Soße im Mund. Das fand ich sogar noch besser, weil am Anfang, wenn du da reingetunkt hast, das war noch alles flüssig, hat die Soße gar nicht so sehr dran gehaftet. Als das ein bisschen abgekühlt war, dann war die Soße noch wie Gummi, hat sich da um die Reisküchlein rumgeschlungen. Da war das noch krasser. Dann habe ich mir hier aufgebaut, guck, hier steht der offizielle Samyang Too Spicy Karton. Sowas braucht jeder in seiner Sammlung. Und hier ist die Wall of Fame, die Hall of Fame. Hier habt ihr nochmal die Year Young. Da habe ich jetzt letztens mir wieder ein paar Packungen reingezimmert. Meine absoluten Lieblinge, die Buldak Cheese. Hier habt ihr die Buldak Light. Die hat der Sören letztens bestellt. Hier sind die normalen Samyang. Hier nochmal Too Spicy. Und wir wollen heute was machen. Wir wollen heute mal Four Spicy machen. Was ist das jetzt? Was hast du da schon wieder vorbereitet, Ramses? Jeder, der die Too Spicy probiert, probiert die unterschiedlich. Ich sage jedes Mal, probiert die einfach mal, ihr müsst die probieren. Die haben so einen geilen Geschmack, aber die sind auch sau scharf. Jetzt gibt es Leute, Pupsi hat das damals auch, die hat in dem einen Video, ich habe ihr das zubereitet, sie hat eine Gabel genommen, hat so ein kleines Häuflein in den Mund, hat gesagt, ja, die schmecken saugut. Ist okay, ne? Ist scharf, aber es geht, zack. Die fand ich so gut, dass sie unbedingt auch welche wollte. Das Problem war, sie hat halt damals nur eine Gabel genommen und hat nicht eine ganze Portion gegessen. Eigentlich musst du ja die ganze Portion essen, denn je mehr du isst, desto schlimmer wird das, desto mehr Schmerzen breiten sich aus im Körper, überall. Das macht dich total kaputt. Und alle anderen immer so, ja, ich habe die mal probiert, okay, aber ich konnte die nicht essen. Ich konnte probieren, aber ich konnte die Packung nicht essen. Ich habe es jetzt schon mal gezeigt, beim letzten Mal auch, als die Too Spicy dran waren, wie wir uns eine Packung zubereitet haben und haben die Too Spicy gegessen. Wir wollen euch heute mal zeigen, was passiert, wenn man Four Spicy isst. Also zweimal Too Spicy. So habe ich mir das überlegt. Und wir werden die heute wirklich auch genauso zubereiten, wie das hier drauf steht. Da steht nämlich: Put noodles into the boiling water, 600 Milliliter. Also wir nehmen dann 1200 Milliliter und tun die in das kochende Wasser rein. Simmer for 5 minutes. Throw away the water and remain 8 spoons, 8 spoons of water, ne? Also dann das Wasser weg, die Nudeln abgießen, aber 8 Löffel, 8 Löffel Wasser behalten. Das habe ich sonst nie gemacht. Put liquid sauce in stir fry 30 seconds more. Add Flakes and stir well and serve. Also das Zeug habe ich ja sowieso immer am Ende drauf. Diese Algen und diesen Sesam. Bei den Yia Yang ist das anders. Da sind nämlich auch Erbsen und alles mit dabei. Da musst du in das Wasser zusammen mit den Nudeln schon das Tütchen geben, dass die Erbsen auch weich werden. Wir werden das jetzt mal hier ins kochende Wasser reinhauen und werden diesmal wirklich 8 Löffel, beziehungsweise sind das ja dann 16 Löffel, 16 Löffel Wasser noch bei den Nudeln behalten, dass es eben schmieriger ist. Andere sagen, ah, mit mehr Wasser, da breitet sich das mehr aus und ist noch viel schlimmer. Wir werden jetzt mal die Four Spicy machen, nehmen euch mit, essen die ganze Portion und gucken mal, ob ich das überlebe.
So, jetzt seht ihr schon, wenn ihr 1,2 Liter Wasser da drin habt, das ist zwar eigentlich die doppelte Menge für die doppelten Nudeln, aber wenn wir das jetzt hier reinfluppen, das untere ist im Wasser, das obere ist nicht im Wasser. Ist aber kein Problem, das habe ich gestern auch so gemacht. Wir drehen dann das einfach kurz um, dass das unten liegt und das andere oben und das passt auf jeden Fall perfekt, ne? Was machst du da schon wieder? So, ich mache es jetzt auch ganz geschickt, nachdem die Nudeln jetzt hier rumwühlen. Ich gehe mit dem großen Löffel rein. Und werde mir jetzt 16 Löffel hier rüber füllen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Jetzt habe ich hier natürlich Brühe drin. Die gieße ich jetzt ab. Dann packe ich die mir irgendwo. Ja, keine Ahnung. Ich werde die wahrscheinlich in dem Topf dann rummachen. Ich gieße sie mal kurz ab. So, die sind jetzt abgegossen. Jetzt werde ich die Soße da drüber packen. Erstmal das Tütchen aufschneiden. Ungefähr so. Schmeiß das hier drauf. Ihr seht, das ist auf jeden Fall jetzt schon auch flüssig. Bei diesen grünen Nudeln ist die Soße viel dicker. Da kannst du theoretisch, weiß ich nicht, das hat wirklich so eine Konsistenz, als wäre das Apfelmus. Aber diese Too Spicy Tütchen, die sind richtig flüssig. Die verteilen sich dann auch noch mal besser. Machen das zweite auf, schmeißen das auch hier rein. Auf jeden Fall ist die Soße halt richtig feurig, brutal, richtig rot, richtig scharf, richtig dunkel. Saut alles voll, wenn du da irgendwo hinkommst. Bei diesen Reisküchlein waren sogar, glaube ich, so Erfrischungstüchlein dabei, damit du deine Hände auch sauber machen kannst. Jetzt kippen wir das Wasser mit dazu. Diese 16 Löffel und rühren alles um, dass das ja alles die Nudeln schön in der Soße ein, dass sie schön schwimmen, dass das schön hier richtig, ja, ihr seht es ja selber. Jetzt habe ich die ganze Brühe unten drin, jetzt habe ich die Nudeln. Jetzt habt ihr die Soße natürlich nicht mehr so sehr an den Nudeln, wie ich das sonst immer gern habe, weil das halt jetzt trotzdem recht flüssig ist, aber es hat sich trotzdem gut verteilt. Das ist jetzt fertig. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt aus dem Topf esse oder mir irgendwo drauf mache. Auf dem Teller wird es, glaube ich, noch gut aussehen. Wir probieren es mal, wenn wir es auf dem Teller machen, dass ihr die Portion auch besser seht beim Essen. Jetzt müssen wir den mal kurz da drauf stellen. Lagern das Ganze mal hier um auf den Teller. Ungefähr so. Das sind jetzt also zwei Portionen, der kann jetzt abgespült werden. Diesen Teller, genauso, guckt euch den an. Merkt euch, wie der aussieht. Den stelle ich jetzt hier hin. So, ich werde jetzt noch mal ein Stück hier ranziehen. Ich glaube, ich werde es aber jetzt noch mal hier ein bisschen höher stellen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt auch noch die zwei Tütchen da drauf machen. Da sieht man das jetzt hier. Eine Portion, beziehungsweise eine doppelte Portion, also zwei Portionen. Normalerweise mache ich sonst das Tütchen drauf und mische das nochmal rum. Jetzt aber nicht. Jetzt ist das Tütchen dann einfach oben drauf auf allem. Ja, das heißt, es wird jetzt einfach alles trocken da oben rumliegen. Der Sesam und die Algen. Sieht dadurch irgendwie noch besser aus, ja. Da isst das Auge schon mit. Problem ist natürlich auch gleichzeitig, ich kriege gerade übelst schlecht Luft, weil ich schon wieder total erkältet bin. Und mal gucken, wie das jetzt ist, wenn ich hier um Luft ringe, weil alles weh tut und die Nase zu ist und alles läuft und hin und her. Da weiß man dann nicht, rotze ich rum, weil es so scharf ist oder rotze ich einfach rum, weil ich rumrotze. Das ist auf jeden Fall jetzt unser Teller. Das wollen wir jetzt probieren. Eine Portion vor Spicy. Ihr hängt noch alles an der Gabel. Oh mein Gott. Und das könnt ihr als
jetzt einen Klotz hochnehmen und essen. Vielleicht können wir das aber noch ein bisschen rummachen. Ja. Gumminudeln. Sauber. Ich fange jetzt gleich an. Moment, ich muss mich noch seelisch drauf vorbereiten, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das am besten esse, weil irgendwie alles so zusammenhängt, wie auch immer. Ich wollte schon sagen, beim letzten Mal, als wir die Two-Spite sie gegessen haben, habe ich übelst den Schluck aufbekommen. Wer hat das Matt Stoney Video gesehen? Hat Matt Stoney einfach 15 Packungen gegessen? Meine Augen brennen wie Feuer. Komischerweise die Augen, wo ich gar nichts gemacht habe. So. Der Teller ist also leer. Es fällt mir wieder schwer zu sprechen, weil die Lippe einfach brennt. Es sticht, es tut weh. Es sind Schmerzen, der ganze Mund, der ganze Rachen, die Zunge. Alles brennt wie Feuer. Die Brille beschlägt auch schon wieder. Das war die Four Spicy Challenge. Ich bin immer noch gespannt. Ich habe Shania ja auch die Two Spicy geschickt. Ob sie die schon probiert hat, wie sie die findet, wie scharf die für sie sind, ob sie sagt, ja gut, nein, vielleicht. Ich finde immer noch, dass sie mega köstlich sind, aber eben verdammt scharf. Obwohl ich jetzt den Eindruck habe, dass die sonst schärfer sind, wenn ich wirklich die Soße einfach auf die Nudeln mache und das Wasser komplett abgegossen habe, ohne dass das irgendwie verdünnt ist. Jetzt habe ich ja wie gesagt 16 Löffel Wasser dran, weil du bei einer Packung einfach 8 Löffel Wasser dran lassen sollst, dass das noch irgendwie flüssiger ist. Aber irgendwie hatte ich beim Essen
war das jetzt gar nicht so brutal, wie ich das in Erinnerung habe. Meiner Meinung nach, das Verdünnen mit Wasser, das sogar ein bisschen die Schärfe rausgenommen. Da hat aber jeder eine andere Meinung. Die meisten sagen, nee, mit Wasser wird es extra scharf. Probier's mal mit Wasser. Das verteilt die Schärfe doch schlimmer. Das war für mich auf jeden Fall jetzt die Too Spicy als Vor-Spicy Challenge. Und wenn ihr sagt, ihr esst die auch so gern wie ich, ihr habt aber keinen Bock danach, jedes Mal so auszusehen wie ich, so zu heulen und so Schmerzen zu haben, dann habe ich nächste Woche sogar noch einen Tipp für euch, einen kleinen Lifehack, wie ihr die Too Spicy als Vor-Spicy genießen könnt, mit zusätzlichem leckerem Geschmack und ohne, dass ihr dabei sterbt. Das aber nächste Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.